Hey Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Path of Radiance. Was für eine Armee, der wir uns hier stellen müssen. Das ist schon ein bisschen eskaliert, ja, aber kein Problem, ja. Wir haben hier richtige Tanks dabei, die das Ganze ohne Probleme auch aushalten. Und mit denen werden wir uns auch ein bisschen vorwagen, ja. Den Anfang macht hier definitiv Gatri, da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das die beste Wahl darstellen sollte. Ja, definitiv, wenn ich mir das so ansehe. Der kann auch ruhig ganz nach vorne gehen, ja. Oder schwäche ich hier direkt jemanden an, das wäre auch eine Option. Mal sehen. Eventuell lasse ich ihn sogar mal ein bisschen mit der Stahllanze rumrennen erstmal. Ist jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Variante. Ike stelle ich auf jeden Fall hier ins Gebüsch. Habe ich beschlossen, denn die kommen da nicht hin, ist mir aufgefallen. Und der Bonus könnte uns sehr, sehr gut tun auch. Und drei Leute tankt Ike auch weg. Mehr erreichen ihn auch gar nicht. Genau. Ist dann nur noch der obere, den er erreichen würde. Also machen wir das am Anfang. So. Ändert jetzt hier hinten nicht besonders viel an der Situation allerdings. Was ein bisschen schade ist, aber gut. Gut, gut. Ich könnte mich natürlich... Naja, wenn ich mich ganz dreist hier hinten hinstelle, wie sieht's denn dann aus? Naja, die kommen schon von allen Seiten hin, leider. Aber ich könnte das durchaus ausnutzen, dass er sich wirklich Soren rauszieht in dem Fall. Und sonst gegen niemanden vorgeht hier. Muss ich mal sehen, wie ich das am geschicktesten hier mache. Wäre auf jeden Fall eine Option, Leute. Aber ich würde sagen, ohne größere Umschweife... Sollte Gatri mal ein bisschen nach vorne gehen, ja. So, wir müssen nämlich das Ganze in 4 Zügen abschließen, um das Maximum an Bonuserfahrung hier zu kriegen, ja. Und hier kriegt man noch richtig satt Bonus-EP. Hier sind es, glaube ich, gleich 300 Punkte, was schon echt ordentlich ist, ja. Also, da springt so einiges raus für viele Charaktere. So, Titania wird vermutlich gar nicht großartig angegriffen, so oder so. Ich könnte sie natürlich auch erstmal da oben hinstellen, ja. Dann hätte ich hier so eine Lücke, wo ich auch bedingungslos Soren hinstellen könnte. Ja, ist vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee, wenn ich mir das so ansehe. Gut, sie könnte hier auch eventuell anschwächen, ist aber sehr risky, das Ganze zu machen. Naja, wobei, ich kann es schon mal probieren. Und wenn es funktioniert, ist das ziemlich awesome. Du hast keinen besonderen Bund zu Soren, oder? Bunt wird hier noch gar nicht angezeigt. Im Nachfolger wird es nämlich angezeigt, wer Bunt-Boni hat. Also die kritische Ausweich plus Trefferschoss-Boni, ja. Okay. Na gut. Dann muss ich mir das hier nochmal ansehen. Das heißt, wir würden uns hier hinstellen. Dann wäre das hier blockiert, dann würde nur er zu Soren hinkommen. Und Soren wird ja auch nicht gedoppelt. Soren ist ja flink genug unterwegs. So sieht's aus. Ja, er kriegt zwar gut Schaden, aber... Gedoppelt wird er zumindest nicht. Das ist schon mal viel wert. Wie sieht's eigentlich mit Rice aus? Ach du meine Güte, musst ja auch noch irgendwie weg hier. Das ist wiederum etwas problematischer. Und Rice könnte auch eher mal gedoppelt werden. Er hat nämlich nur Effektivgeschwindigkeit 5. Der hat Effektivgeschwindigkeit 8, okay, weil er... Weil, nein, Moment, nee, er hat Stärke 8, oh. Hat er Effektivgeschwindigkeit 9 sogar tatsächlich, wow. Super, das ist ein Problem. Will ich doch schon gegen dich vorgehen, wenn ich dich hier rausziehe schon mal. Wie sieht's denn dann aus? Der kommt eh nicht so weit. So oder so dann, wenn ich ein bisschen blockiere. Oder ich mach das so, wenn du... Ja, wenn du ihn rettest, das geht nämlich auch, ja, wir können mit berittenen Einheiten Leute mitnehmen. Leute, ich muss mich jetzt entscheiden, also, ne, wir müssen jetzt mal was machen hier, so. Wenn ich, angenommen, ich stelle Soren nach oben, wird er wahrscheinlich auch sehr sicher angegriffen werden. Oder kann ich hier nicht sogar auch komplett dicht machen? Das würde doch auch gehen, oder nicht? Dass ich Rice hier nach oben stelle. Na, es ist auch suboptimal. Ich denke, hier unten müsste ein Feld frei werden, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wer kommt denn überhaupt so weit? Du bist das, ne? Das heißt, wenn ich ihn hier wegräume mit Titania erstmal, was ich wahrscheinlich problemlos machen kann. Nein, tatsächlich, das kann ich nicht mal. Wow. Das stellt echt alles ein verflixtes Problem dar, weil wir nur 4 Züge Zeit haben, wie gesagt.
Und das ist ein bisschen heikel bei so einer Gegnermasse. Oder räume ich doch erstmal den hier weg. Das ist es einfach um einiges sicherer, ja. Das ist halt schon ein deutlicher Unterschied, den das ausmachen würde. Tanja kommt maximal ins Gebüsch. Bei Schein 9 ist es ähnlich. Und so erreicht dann niemand mehr das Gebüsch, wenn ich mich da vorstelle. Aber dann erreicht auch niemand mehr Ike. Das ist auch irgendwie doof. Also auch das ist so ein bisschen suboptimal, ne? Gut, der müsste dann so ganz kompliziert drumrum laufen. Das ist natürlich das andere. 1, 2, 3, 4, 5. Könnte also nach dahin angreifen. Das müsste doch theoretisch gehen, ne? Hat er... Nein, er hat BW6. Ach, verdammt. Nicht mal das funktioniert. Ich glaube, wir müssen ihn echt wegräumen. Da bleibt uns eigentlich leider keine großartige Wahl. Und dann gehen die wahrscheinlich alle auf Shinon los, was auch doof ist. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nicht wirklich eine großartige Wahl. In dem Fall hätte ich mich eigentlich gleich entscheiden sollen. Wow, nicht mal... Also er müsste sogar auch quitten, erstaunlich. Irgendwo. Naja gut, mach doch mal den Anfang. Und natürlich haut er ihn auch nicht weg. Sehr ärgerlich in dem Fall, dann muss das doch Titania erledigen. Denn Soren hält mir hier zu wenig aus, das sind zu viele Leute leider. Ist halt nun mal ein Magier, was will ich machen, ne? Na gut, mit einer Eisenaxt... Hau mir ja nicht daneben. Warte mal. Nein, ich habe ihn ja nicht markiert. Schon alles richtig angesehen. Wobei stelle ich Titania hier hin... Würde das ja auch noch gehen, ne? Aber dann kommt niemand mehr an Ike ran. Und ich will eigentlich, dass Ike Erfahrungspunkte kriegt. Das ist das andere Problem. Gut, stelle ich mich hier hin, dann kommen die anderen nicht mehr durch. Ne, wir müssen den irgendwie wegräumen, ist es leider so. Sonst ist das einfach extrem problematisch, das Ganze. Bleibt mir leider keine andere Wahl, muss ich so machen. Und sie haut natürlich zweimal daneben. Toll, wahrscheinlich kann ich jetzt neu starten aus dem Grund. Im schlimmsten Fall, naja, okay, nehmen brauche ich nicht. Also das stemmt dann doch ganz gut ein. Und ich habe ja meine Heiler auch noch da und so. Ist nur trotzdem ein bisschen doof, aber okay. Na, bei dir ist das... Ja doch, du kommst sogar noch ein Feld weiter. Ich muss wirklich den vollen Weg nach oben rauf laufen. Sonst habe ich auch hier ein kleines Problem. Gut, du hältst nur noch eins aus, weißt du was? Ich stell dich dann neben Ike und dann sollte das passen. Die restlichen Leute habe ich mir alle markiert. Dann greifst du wahrscheinlich ziemlich sicher auch ihn an. Ja, mach mir das jetzt so. Okay, Leute, jetzt wird's wirklich spannend. Weil das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Hey, er stellt sich da drüben ins Gebüsch. Das ist nicht ein Heilbusch. Er will sich also hochhealen. Was aber gar nicht mal so schlecht ist. Kommt mir sogar entgegen. Ganz gut. Gut, er greift jetzt natürlich ihn an. Naja, alles eigentlich nicht wie geplant, Leute. Hier ist auch mal Zeit, ein bisschen jetzt zu überspringen, ja. Denn, ihr seht schon, Gatri kümmert das alles herzlich wenig. Gatri steht da wie eine Festung, ja. So, der Nächste greift an. Nicht mal der Stahlhax-Axaini trifft hier. Oh, gleich zwei, hä? Krass, krass. So, natürlich nochmal auf Shinon. Naja gut, das ist gar nicht so schlecht. Wir nehmen jetzt relativ viele Leute wahrscheinlich trotz allem schon mal raus. Und wie gesagt, es kommt halt darauf an, dass wir es auch in der Rundenzahl schaffen. Ist halt doch einiges wert, das so zu machen. Und alsbald muss ich mit Titania auf jeden Fall schon mal den Boss runterlocken. Ach ja, Gatri lässt hier eine Schneise aus verwundeten Gegnern hinter sich zurück. Ziemlich krass, der Typ. Bäm. Ja, teilweise doppelter halt. Die, die jetzt eine Stahllanze haben, die haben halt einfach in den meisten Fällen so Effektivgeschwindigkeit 0 vielleicht, ja. Das doppelt er halt locker weg, das ist ganz lustig. Oh yes, noch mehr Death, oh mein Gott. So, er ist auch ein Schützenmagnet, der Gute, ja. Das kommt auch noch dazu. Und die machen halt alle 0 Schaden gerade. Also schon ziemlich ideal, einfach Gatri hinzustellen und gut ist, ne?
Ach ja, der Typ ist momentan einfach richtig sick drauf, ja. Ah, sehr schön. Wir sind wieder in unserer Phase, ja, und können ein bisschen was machen auf jeden Fall. Wie sieht's eigentlich hier aus? Du doppelst jetzt mittlerweile auch, sehr gut. Angenommen, du crittest nicht, das würde mir sehr entgegenkommen, ja. Kann man sich selten drauf verlassen, aber ich hoffe es mal, das wäre sehr schön. Nein, er crittet. Dann, wenn ich es nicht habe, ist es wirklich immer so, oder? Leute, vorhin wäre es anders gewesen, wäre mir ein Crit wirklich entgegengekommen. Jetzt so, bitte nicht critten, zack, gecrittet. Das ist echt immer so, ne? Boah. Gemeinheit, ne? So, hier sind Leute mit Eisenlanzen, die ihn erreichen würden. Da muss ich ein bisschen jetzt aufpassen. Aber, nein, so, ach, sorry. Soren kommt gar nicht durch. Ach, Mensch. Wie sieht's hier aus? Kann ich dich hier auch mal stehen lassen? Einen zweiten Hit. Wenn ich dir Rice dahinter stelle. Ach, der kann schon drum rumlaufen, leider. Schade. Aber ich muss erstmal den Myrmidonen hier weg. Also loswerden. Sehr, sehr wichtig gerade. 86%. Naja, gut. Probier's, Ike. Sehr wichtig, ja. Gut. Sehr schön. Wenigstens auf einen kann ich mich hier verlassen. Ein weiteres Level Up für Ike. Ah, Stärke, Geschwindigkeit, Fähigkeit. Das will ich sehen, ja. Sehr gut. Gut, ich glaube, sonst kommt niemand nach oben, ne? So weit kommt dann tatsächlich niemand mehr. Das mit dem Bogenschützen, die erreichen alle nicht Ike. Das ist sehr gut. Okay. Im Idealfall lasse ich dich eigentlich im Gehölz stehen, oder? Naja, gut. Es macht an sich keinen Unterschied, aber... Ja, wenn der andere sonst reinläuft, ist das ein bisschen blöd, ja. Wobei, warte mal. So erreichst du Rice auf jeden Fall nicht, weil dann steht der Soren hier. Das heißt, ich könnte durchaus schon mal einen Angriff wagen. Er greift wahrscheinlich jetzt eh gleich Shinon an. Das kommt noch dazu. Na, Rice kommt da durch, ne? Genau, er kann sich da hinstellen, hat seinen Stab dabei. Alles klar. Dann kann ich das doch auch so machen. So, ein Windmagier greift an, Leute. Mal was Neues. Oh, Adept zündet. Nice. Sehr schön. Oh, schade, dass es nicht nochmal gezündet hat. Aber was erwartet man? Yes. Seht ihr, diese Fähigkeit ist einfach unglaublich gut. Stellt euch das später mal vor mit so richtig, richtig geilen Endgame-Equipment. Und dann zündet Adept, das ist göttlich, ja. Es fühlt sich so gut an. Fühlt sich so gut an wie ein Aethir. Wirklich. Ungelogen, Leute. So ist das, meiner Meinung nach. Ja, ich muss mal die anderen demarkieren hier. So. Ja, du kommst schon in seinen Range. Und das machst du jetzt auch mit einem Wurfbeil. So, okay. Alles klar. Wer hat jetzt noch Stahlsachen? Die müssen nämlich weg. Das ist nicht das Einzige, wo Titania wirklich Probleme bekommen könnte. Ansonsten dürfte sie das meiste auch problemlos wegtanken können. Der Typ mit der Stahlaxt hier ist das einzige Problem also. Wir greifen jetzt aber nochmal zur Eisenlanze. Hau rein, ja, du machst das schon. Was war jetzt eigentlich das Missionsziel? Muss man mal nachschauen, ob es nur besiege Anführer war oder besiege alle, ja. Ist auch noch wichtig. Erst zwei Züge, aber doch schon gut. Wow. Sie traden Heilmittel und heilen sich. Ja, die KI hier teilweise, die tradet auch, ja. Das machen die ganz gerne mal. Ihr habt doch vorhin gesehen, der Typ, der hat sich lieber in den Heilbusch verkrochen. Auf dass er ja nochmal KP regeneriert, weil er schon so angeschlagen war. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass die es aber machen, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, Leute, ist gut. Alter Schwede. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit euch? Gatri ist gut am Punktefarmen hier, ja. Das kann er ganz gut anscheinend. Sehr gut, Ike ist ausgewichen. Das gefällt mir gut. Waffenlevel ist schon gestiegen, sehr gut.
Also sei bitte fleißig am Doppeln, ja. Kriegst du eh keinen Schaden. Oh, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt los? Meine Güte, dieses Kapitel ist ein bisschen verflucht, was den RNG betrifft. Ich sehe schon. Dramatisch, ja. Naja, es geht, aber er könnte eindeutig besser sein. Ja, hier crittest du sogar gegen den Myrmidonen mit Waffendreiecksvorteil, der wahrscheinlich wirklich nicht so gut zu treffen ist. Ist klar, Titania, ist klar. Verarsch mich nur, ja. Finde ich nicht nett. Ein Heilmittel, sehr schön. Da war also ein Übeltäter, ha. Der hat das immer hin und her getradet, dieser Bastard. Unglaublich. Aber das machen die ja später eigentlich überhaupt nicht mehr, ne? Dass sich mal Leute selbst teilen, okay, aber dass die hin und her traden, überhaupt nicht mehr, ne? Was ein bisschen schade ist. So, es wurden ordentlich Schützen geklärt. Jetzt kommt der Boss, haha. Sieh mal eine an. Ich habe schon früher gegen das Heer von Krimea gekämpft. Die königliche Garde besitzt einiges an Talent, aber der Rest ist ein lächerlicher Witz. Zu welcher Kategorie gehört ihr? Nun, vielleicht bietet ihr mir ja doch eine amüsante Kurzweil. Wenn ihr uns angegriffen habt, weil ihr dachtet, wir gehören zum Heer von Krimea, habt ihr einen Fehler gemacht. Ich habe es schon vor Jahren verlassen. Heute bin ich nicht mehr als eine ganz normale Söldnerin. Das hat für mich kein Gewicht, ihr gehört nicht zu da ein. Ihr seid alle bewaffnet und ihr seid hier. Und unsere Aufgabe ist es, euch zu bekämpfen. Ganz einfach. Findet ihr nicht auch? Los, ihr Hunde, macht euch bereit. Ich hätte gerne unnötiges Blutvergießen verhindert, aber es lässt sich wohl doch nicht vermeiden. Wenn das der einzige Weg ist, dann muss ich ihn wohl betreten. Er ist jetzt schon gepanzert, das merkt man auch. Titania ist auf einmal nicht mehr ganz so krass, was aber gut ist, in dem Fall wirklich. So, und auch hier haben wir ganz gute Möglichkeiten, jetzt nochmal ordentlich Leute wegzufegen hier. Sehr gut. Mal sehen. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass er hier nicht direkt durchplatzt, ja. Wenn ich hier Soren hinstelle. Ich weiß nicht, wie stark der ist, aber... Naja, okay, er wird Soren wird er nicht weghauen. Zum Glück. So, schön neben Ike. Neben Ike gibt's Boni, ja. Auch wenn die noch keinen Support haben. Aber das ist ein natürlicher Bundbonus, den man hier halt leider noch nicht im Inventar sieht. Ach man, hier hätte auch Adeptet. Oh, das wäre so toll gewesen gegen irgendeine krasse Einheit jetzt. Ah. Ihr seht schon, ich liebe diese Fähigkeit, ja. Ich finde die sehr, sehr nützlich. Wenn das Teil triggert, ist das immer wieder gut, auf jeden Fall. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Also, du bist jetzt ein relativ starker Typ zumindest. Kriegst aber Effektivgeschwindigkeit 4 gerade mal, ne? Da sieht das hier schon anders aus, ja. Der hat sogar mit der Stahllanze Effektivgeschwindigkeit 4 momentan. Krass. Interessant. So, wie sieht's hier aus? Wenn wir jetzt noch weiter Bogenschützen klären, kommt hier schon mal jemand hoch zu Ike, oder? So oder so, ich denke, ich räume erstmal Bogenschützen weg, ne? Das erscheint mir so oder so am sinnvollsten. Ja, ich denke, das sollten wir auch machen. Hat hier eigentlich jemand... Ja, Ike hat wegen Level-Up einen Schadenspunkt bekommen. Wie schlimm. Wir clearen den nächsten Schützen. Beziehungsweise, das kriegen wir nicht direkt hin, schade. Wer ist denn schon... Okay, Schützen technisch wahrscheinlich keiner so wirklich angeschlagen, ne? Doof, der hält ein bisschen weniger aus, aber das reicht auch nicht. Schade. Er geht sehr wahrscheinlich dann auf Gatri, ne? Das stimmt eigentlich und Gatri tankt ja weg. Wir sind jetzt in Zug 3 allerdings. Das Missionsziel ist den Anführer besiegen, das ist also keine große Sache an sich. Der Typ kommt auch nicht so weit, das heißt, wir sollten vielleicht hier erstmal aufräumen dann doch. Jetzt blockiert hier diese Blase ein bisschen, ja. Die Schützen kommen interessanterweise, na doch, die kommen alle dahin, auf dieses Feld. Aber Schützen sind natürlich nicht so stark, ja. 10 und 11, das dürften nur 4 und 3 sein, also 7... Schadenspunkte, die er hier kassiert. Der Rest ist dann eher problematisch. Ja, hier kommen dann doch zu viele Leute erstmal hin. Das ist dann doch ein bisschen ein Problem, ja. Wobei, wenn ich jetzt erstmal den Schützen noch entferne, ich meine zwei, ja, wenn da zwei Schützen angreifen, ist das nicht mehr wirklich dramatisch. Achso, ihn kann er auch Gatri wegräumen, stimmt. Ja, das ist ja sowieso besser dann. Dann machst du das so rum, ja. Mein Guter. Wow.
Ich hab so jetzt so viel Pech, es ist unglaublich. Alter Schwede, ne? Ich überlege mir echt teilweise, ob ich es nicht nochmal neu starten sollte, weil mir so viel Erfahrung gerade flöten geht. Das ist unglaublich. Es treffen wieder Dinge ein, die nicht eintreffen sollten. Ist halt echt so. Oh Mann, ey. Wie mich das schon wieder ärgert. Das glaubt ihr kaum. Du kannst auch nicht direkt noch irgendjemanden wegräumen. Nope. Genauso doof. Oh, das gibt's doch nicht. Leute, was ist denn los? Dieser doofe RNG heute, der nervt mich so richtig. Du bist mittlerweile sogar hier am Doppeln mit einem Stahlschwert jetzt schon, ja. Der Ike ist ziemlich flink auf jeden Fall unterwegs schon. Hier kriegt er schon keine Einbußen mehr. Beim Stahlschwert ist es noch minus 4. Wird aber auch bald schwinden, ja. Boah, das ist so doof gerade, ne? Ich krieg die Krise wirklich. Das ist doch hier nicht mehr normal. Was ist denn das schon wieder? Und ich will auch nicht, dass er gleich stirbt, das ist das andere, ja. Das ist nämlich auch ein Problem. Na, ich muss ihn hier auch beseitigen, ne? Wer kommt denn jetzt alles durch zu Ike? Wenn es 3 Leute sind, naja, mal sehen. Ich denke, ich könnte hier... Ja, ich will nicht mit dem Wurfball unbedingt clearen, aber ich kann ja noch zur Seite reiten. Das würde schon auch gehen. Den Anführer würde ich am liebsten mit Soren oder so ja killen, muss ich sagen. Aber, boah, Leute, ne? Es ist echt ein bisschen stressig gerade hier. Unglaublich. Was erlauben die sich nur? Unglaublich, wirklich. Einfach nur unglaublich. Wer ist denn der Stärkste, dass ich das schon mal weiß? Das ist nämlich der Schwächste anscheinend. Der hier hatte 11. Dann nehmen wir jetzt den erstmal raus. Und zwar mit einer Eisenaxt. So, okay, alles klar. Genau, stellen wir uns doch wieder hier hin. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ich weiß gar nicht, ob Ike dann direkt schon ihn erreichen würde beim nächsten Mal. Der würde dann hier stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 Bewegungen hat. Ja, hat er. Kein Problem. Dann stelle ich dich erstmal hin mit einem Stahlschwert eventuell. Mal sehen, wie schnell ist der Typ hier. Der hat Effektivgeschwindigkeit 2. Das solltest du auf jeden Fall toppen, auch mit einem Stahlschwert. Ja, definitiv. Und der Typ hier... Ja, der hat auch nur 4 als Effektivgeschwindigkeit. Das ist in Ordnung. Da sollte ich durchkommen ohne Probleme. Dann machen wir das auch so. Eventuell, weil Ryze gerade, glaube ich, noch in Sicherheit ist, heile ich Ike mal direkt hoch. Und die Erfahrung kann ich auch noch gebrauchen. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Sehr schön. Los geht's, Ike. Hau drauf. Sehr schön. So ein bisschen zum Stahlschwert greifen ist auch nicht verkehrt, ja. Schön Stärke hoch geht. So, alles klar. Gut, den könnte ich eventuell auch nochmal mit Shinon anlocken. Ich weiß aber nicht, ob ich Shinon nicht oben doch noch irgendwo brauche. Zur Sicherheit, ja. Man weiß ja nie. Warte einfach mal ab. Es wird doch mal spannend. So, Gatrit hängt immer noch sehr gut alles weg. Leider heilen sich die Leute immer noch hoch. Sie wollen nicht angreifen, was mich total nervt. Ah, Erfahrungspunkte, nein. Jetzt sind wir in Zug 4 und jetzt müssen wir es auch abschließen. So, ich denke, Ike mit dem Königsschwert hier dürfte abgehen, ja. Der plättet ihn dann später auf jeden Fall. So, jetzt kann ich eigentlich nochmal All-In gehen. Ich glaube, Ike hat eh 100%, oder? Hat er 100% Trefferchance gehabt? Ja, also er tötet ihn 100%ig. Keine Frage. Wie sieht's mit Soren aus? Ah, Soren kommt nicht weit genug. Verdammt. Ist das doof, ey. Ah, ich könnte mich schon wieder aufregen. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, Erfahrungspunkte gehen halt flöten. Ich weiß nicht, ob ich das Kapitel nicht jetzt offscreen nochmal wiederhole und bis hier ins Spiel, ehrlich gesagt. Nur für die ganzen Erfahrungspunkte. Ganz im Ernst, vielleicht mache ich das tatsächlich. Wir spielen immerhin auf schwer. Und ich wollte das, naja... Jetzt sowieso noch nicht beenden, weil ich weiß, dass danach wahrscheinlich eine größere kleine, also eine größere Cutscene kommt, ja. Aber das hier, schaut euch das an, haben sich einfach alle verschanzt und hochgehielt. Ich krieg die Krise bei sowas, ja. Ich meine, die Taktik funktioniert, um in Zug 4 durchzukommen. Ja, für die 300 Bonuserfahrungen.
Also es ist schon mal wert, dass man auch ein paar Leute ignoriert, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will, ganz im Ernst. Wir können jetzt noch, naja, wir können noch 3 Leute hier rausnehmen durch Shinedown. Wie viele bleiben dann schlussendlich übrig? 4 Leute, die ich nicht besiegt habe? Nee. Leute, ich spiele es nochmal neu bis hierhin offscreen. Ist ja jetzt erstmal kein Problem. Wie auch immer. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Path of Radiance.